So, herzlich willkommen zum TEW-Podcast. Mein Name ist Marco Lackner, bin selbst gelernter Wirtschaftsingenieur und Gründer und Geschäftsführer von der TEW GmbH. Wir sind seit ein paar Jahren in der Meisterlehre unterwegs und haben uns da auf eine Lernplattform fokussiert, sind jetzt mittlerweile auch eigener Bildungsträger und können eigene Vorbereitungslehrgänge, beispielsweise für den Industriemeister Kunststoff und Kautschuk, anbieten. Ich darf heute hier Professor Dr. Martin Bonnet begrüßen. Er ist Lehrstuhlinhaber des Instituts für Werkstoffanwendung an der TH Köln und Gründer des YouTube-Kanals Welt der Werkstoffe. Herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass ich da sein darf. Das freut mich auch wirklich. Also es ist eine coole Sache. Und ja, Sie sind absoluter Fachmann ja im Bereich der Kunststofftechnik. Und im Vorfeld, in der Vorbereitung zum Podcast hatten wir uns ja schon über die Unterscheidung zwischen Thermoplast und Elastomermenschen unterhalten. Beim Industriemeister Kunststoff und Kautschuk ist es so, dass man da unterschiedliche Vertiefungen nehmen kann und Kunststofftechnik inklusive Verarbeitungstechnik und Kautschuktechnik zusammengelehrt wird. Da würde ich einmal gerne Ihre Einschätzung zu wissen. Ja, ist halt sehr interessant, weil das in der akademischen Welt so gar nicht zusammengeht. Das ist halt traditionell wirklich von den Ursprüngen her schon sofort auseinandergedriftet. Also die Kautschuk-Menschen sind unter sich und die Thermoplast-Menschen sind unter sich. Also die ganzen Journals, die es da gibt, sind speziell. Und klar, das hat natürlich auch was mit dem Material selber zu tun, weil das Verhalten doch so ganz anders ist, dass man so ganz anders drauf reagieren muss, so ganz anders verarbeiten muss. Sodass das für mich interessant ist, dass das tatsächlich jetzt hier in der Meisterausbildung versucht wird, zusammenzubringen. Weil wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, ne? Die einen, die dann mit Kautschuk zu tun haben, die haben dann in aller Regel noch nie eine Spritzgussmaschine gesehen und umgekehrt. Und ist die Frage, ob sie das auch jemals tun werden. Wahrscheinlich nicht. Und ja, von daher also interessant, dass also hier tatsächlich der Versuch gestartet wird, die beiden Klassen hier in der Ausbildung auch theoretisch zusammenzuführen. Ja, also es ist ein riesiges Feld, was die Industriemeister da abdecken müssen. Mhm. Manchmal innerhalb von 4 Monaten, dass man innerhalb von, gut, man hat 20 Tage Fachunterricht in der Kunststofftechnik. Da wird dann Spritzguss abgedeckt, da wird dann Extrusion, Kalandrieren, 3D-Drucken, Kautschukverarbeitung, Kunststoffschweißen. Ja, also alles wird gemacht. Und dann müssen sie, das mögen die Meister dann tendenziell weniger, ganz viel rechnen. Also wir besprechen ja eher theoretische Fragen und nicht so Rechenaufgaben. Das wäre, glaube ich, auch im Podcast ein bisschen schwieriger. Das ist vom Format her schwierig. Ja. Das ist sowas, was in ein Lehrvideo reingehört, wo man sowas, genau, wo man sowas schön mal vorrechnen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Genau, und das wird halt alles kombiniert und es ist für die Meister halt auch oft einfach viel, viel auf einmal. Mhm. Und ja, wir gehen ja jetzt die Fragestellungen durch und versuchen dann die Fragen möglichst mit viel Fachwissen zu beantworten. Und ich würde sagen, wir legen dann auch mal direkt mit der ersten Frage los. Die handelt vom Spritzguss. Und mit dem Thema Freistrahl beschäftigen wir uns da. Vielleicht mal in 3 Sätzen, was ist dieser Begriff Freistrahl überhaupt? Weil viele Kautschuktechniker, wenn sie das erstmal Freistrahl hören, was ist das? Und das ist natürlich auch selbst innerhalb des Spritzgusses schon wieder eine spezielle Sache, wenn man so will. Ist jetzt nicht, dass das irgendwie ein Standardproblem ist, mit dem man sich rumschlägt, sondern das ist, wir spritzen ja ein Material mit doch extrem hoher Geschwindigkeit in ein Formnest, in eine Form ein, die dann da aushärten soll, sei es durch Kristallisation oder einfach durch Abkühlung unter die Glasübergangstemperatur. Und wenn ich jetzt das Material nach dem Anschnitt sozusagen mit extrem hoher Geschwindigkeit in eine sehr große Form hineingeht und dann nicht relativ schnell eine Wand trifft, dann entsteht sozusagen so ein schlängelartiger sogenannter Freistrahl, bis das Ganze dann irgendwann tatsächlich auf eine Formwand trifft. So, dabei kühlt natürlich schon die Oberfläche dieses Freistrahls ab. Und wenn dann halt sozusagen der Restschmelze dann irgendwann auf diesen Strahl trifft, dann verbindet er sich nicht mehr vernünftig. Das heißt, ich habe da Probleme mit der Festigkeit und häufig kann man das auch optisch sehen, je nachdem, was das halt, wie das Bauteil dann insgesamt gestrickt ist. Beschreibt das immer wie ein Wurm in einer Vorlesung und zeigt dann einfach ein paar Bilder, dann kann man sich das ja auch nochmal schöner vorstellen. Genau. Würde ich auch als Link hier zur Verfügung stellen, dass man sich das dann nochmal anschauen kann. Sie haben das jetzt schon so ein bisschen angerissen. Eine klassische IHK-Frage wäre, was sind denn überhaupt Ursachen für Freistrahl?
da hätten die Meister 8 Minuten Zeit, das zu beschreiben in ganzen Sätzen. Das ist auch immer wichtig, dass man diese ganzen Operatoren in der IHK-Prüfung richtig, richtig deutet. Also 8 Minuten Zeit hätten die Meister und es würde 3 Punkte geben. Also 3 Punkte von 100 insgesamt. Aber ja, genau. Also ich sag mal, man muss es eigentlich ja quasi die Ursachen schon in der Definition mit reinbauen, sonst wird es schwierig. Also das Hauptthema ist tatsächlich hohe Einspritzgeschwindigkeit, große Form. Mhm. Das sind eigentlich die Hauptursachen. Ne? Also wenn ich schnucklige kleine Bauteile spritze, werde ich mit dem Thema Freistrahl eigentlich keine Berührung haben. Die IHK geht da auch immer auf das Wort Viskosität ein. Mhm. Was hat die Viskosität mit der Freistrahlbildung da für Sie zu tun? Klar, die Viskosität ist natürlich beim Spritzguss eigentlich immer so das alles Entscheidende. Ne? Es geht darum, wie ist das Fließverhalten. Ne? Also eine niedrig viskose Flüssigkeit fließt ja relativ schnell und kann sich auch schnell ausbreiten. Hochviskose neigt dann an der Stelle natürlich viel eher zu so einem Freistrahl. Die Spritzgießer arbeiten ja seltener mit Viskosität, noch viel seltener mit dem Molekulargewicht. Das ist natürlich für mich so als Theoretiker eigentlich das, was dahinter steht. Ja. Ne? Also niedriges Molekulargewicht, das heißt kurze Ketten sind natürlich auch viel leichter fließend, haben also eine niedrige Viskosität, hohes Molekulargewicht, führt direkt auch zu einer deutlich höheren Viskosität. Und das führt natürlich dazu, dass sich dann auch tatsächlich so ein freier Strahl bilden kann. Mhm. Und das heißt, wenn ich die Viskosität von Anfang an deutlich runterkriegen würde, würde sich auch das Problem des Freistrahls zumindest minimieren. Das wird in der Vorlesung beispielsweise auch sehr viel behandelt oder auch im Rahmenplan, also dieses Molekulargewicht. In Bezug auf die Viskosität ist auch ein absoluter Klassiker in den IHK-Prüfungen. Ja, immerhin schön, dass das da behandelt wird, weil ich habe das häufiger bei Spritzgießern erlebt, dass ich dann gefragt habe, ja, Sie setzen jetzt hier unterschiedliche Typen ein, haben die denn dasselbe Molekulargewicht und dieselbe Molekulargewichtsverteilung? Und die haben mich dann angeguckt, wie Bahnhof, die sagten, naja, also die haben denselben MFI und das reicht uns eigentlich. Und das ist natürlich schon okay, weil tatsächlich für den Spritzgießer ist das dann die praktischere Größe, die eigentlich dann das Fließverhalten beschreibt. Für die Meister auch. Und das ist auch okay. Das ist dann auch okay. Es hilft aber trotzdem, wenn man tatsächlich auch an der Stelle so ein bisschen den theoretischen Hintergrund versteht und weiß, wo das Ganze herkommt und nicht einfach nur so einem Gerät irgendwie vertrauen muss, wo irgendein Wert rauskommt und sagt, okay, solange der Wert gleich ist, bin ich im grünen Bereich. Ja, gut, das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, aber dafür macht man ja eine Meisterausbildung, um auch so ein bisschen das Verständnis hinter solchen Werten auch zu haben. Genau, ist ja auch ein Bachelor-Professional. Also laut der IHK wird das gleichgesetzt mit einem Bachelor mittlerweile. Also dass man auch so ein bisschen mehr und mehr diesen akademischen Anspruch reinkriegt. Also da passiert auch relativ viel. Also es wird viel theoretischer mittlerweile. Also wenn man sich die Prüfungen der letzten 10 Jahre anschaut, finden die Meister nicht so gut teilweise. Gerade wenn man dann nur über das Molekulargewicht redet. Und ja, wie können wir denn den Freistrahl vermeiden? Das ist eine Frage, die würde 6 Punkte geben. Da hätten wir dann ein bisschen mehr Zeit für so ungefähr 15 Minuten. Genau, da haben wir natürlich verschiedene, sagen wir, Großbaustellen, an denen wir drehen können. Das eine ist die Maschine selber, Maschinenparameter. Das ist natürlich das, was am ehesten oder am naheliegendsten ist, weil das schnell einzustellen ist. Dann hat man natürlich die Form selber. Das wird dann schon ein bisschen komplizierter. Oder man könnte natürlich auch am Material was machen. Das will man in aller Regel noch viel weniger, weil man das alles ja alles schon ausgetestet und freigegeben hat und alles, was dazugehört. Also das heißt, fangen wir mal bei der Maschine an. Wir haben ja schon in der Definition oder bei dem Thema Ursache gesagt, Einspritzgeschwindigkeit. Das heißt, die kann man natürlich runternehmen. Also das wäre schon mal das Erste, was nicht zwingenderweise dann immer funktionieren muss. Ich muss natürlich trotzdem auch meine Form, gerade meine große Form, gefüllt kriegen. Wenn ich jetzt wieder zu langsam bin, dann erstarrt wahrscheinlich die Fließfront schon und kann überhaupt nichts mehr fließen. Also ist die Frage, geht das, ja oder nein? Aber das wäre zum Beispiel mal so ein Parameter, den man als erstes angehen könnte. Dann haben wir gesagt, wenn die Schmelze niedrig viskoser ist, wäre natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, man könnte auch die Massetemperatur anheben. Da muss man gucken, ob das wieder das Material zulässt.
Ne? Also es gibt halt auch nur ein Temperaturfenster, in dem ich Materialien verarbeiten kann. Manche sind halt so ein bisschen gutmütiger, da kann man ruhig auch mal ein bisschen höher gehen, ohne dass sich das gleich zerlegt, das Material. Andere sind dann aber von der Thermostabilität her sehr viel anfälliger. Das heißt, da kann ich jetzt also auch nicht beliebig einfach so die Temperatur anheben. Und das wären also die maschinenseitigen Sachen, wo ich sagen würde, das ist das Erste, was man mal angehen kann. Das andere ist dann jetzt die Form. Auch da könnte man natürlich die Geschwindigkeit reduzieren, indem ich zum Beispiel den Anguss einfach vergrößere. Das ist mal so eine der einfacheren Varianten, was an der Form zu machen, ohne dass man da groß rumtricksen muss. Das andere hatten wir gesagt, okay, das Problem ist, es fließt halt relativ lange, bevor es irgendwie eine Werkzeugwand trifft. Jetzt könnte man da natürlich so mit Prallblechen arbeiten, also irgendwie so ein Staubalken, der hineingefahren wird. Das würde das Problem schnell lösen, aber solche Sachen sind auch immer aufwendig von der Form her. Das heißt, es erhöht den Preis der Form zumindest sofort deutlich. Oder man kann sich überlegen, hat man eigentlich die richtige Angussart gewählt? Das heißt, man könnte zum Beispiel zu so einem Filmanguss gehen. Das heißt, das fließt mehr tatsächlich wie so eine Art Wasserfall, wenn man so will, so rein in die Form auf einer breiteren Fläche. Dann kriegt man das auch reduziert. Oder die Frage, kann man den vielleicht irgendwo verlagern, andere Stelle des Bauteils, so dass man tatsächlich relativ zügig halt auch irgendwo gegen eine Wand dann sozusagen anspritzt, dann hätte man das auch reduziert. Das kann man immer, finde ich, in der Vorlesung ganz schön zeichnen, dass man dann einfach den Anspritzpunkt ändern könnte, theoretisch, dass es halt sofort drauf tritt. Ne? Genau, ne? Also man kann sich dann schon eine schöne Form überlegen, an der man dann halt gleich alle Möglichkeiten dann zeigen könnte, dass die alle funktionieren. Und dann kann man sich überlegen, was ist davon jetzt einfach eigentlich möglichst einfach zu realisieren und was ist eigentlich nur mit relativ hohem technischen Aufwand zu realisieren. Wie gesagt, also wenn ich da irgendwie Sachen rein und raus fahre, das will man generell eigentlich im Spritzguss nicht haben. Man könnte ja beliebig komplexe Geometrien spritzen, will man in aller Regel auch vermeiden, weil das eben dann von der Maschinentechnik her so sehr kompliziert wird. Und dann hat man schon gesagt, Material will man in aller Regel eh nicht rangehen. Aber wenn man da sozusagen auch gerade noch am Anfang in der Entwicklung ist und feststellt, man hat damit Probleme, haben wir schon gesagt, Molekulargewicht haben wir schon mal angesprochen, dieses vielleicht unliebsame Thema. Aber da kann man natürlich dann unter Umständen, wenn es die Anwendung erlaubt, gucken, gibt es Typen mit geringerem Molekulargewicht, sprich niedriger Viskosität, sprich höherem MFI. Muss man mal aufpassen, ne? Dass das immer genau gegenläufig ist, weil es ja dann darum geht, wie viel Material in welcher Zeit durch die Düse gepresst wird. Andere Möglichkeit wäre natürlich auch immer noch mit Additivierung zu arbeiten. Mhm. Da muss man natürlich ganz, ganz vorsichtig sein. Das ist so ein bisschen so ein Spezialgebiet von mir zwar, aber da tun sich eben die Anwender auch häufig schwer, weil in aller Regel finde ich zwar ein Additiv, was das bewirkt, was ich gerne haben möchte, aber in aller Regel nicht ohne auch andere Eigenschaften zu verändern. Und dann kann ich zwar irgendwas zugeben, aber dann stelle ich fest, ach so, eigentlich sollte das Bauteil transparent sein. Und wenn ich da jetzt irgendwelche Füllstoffe zugebe, ist das natürlich nicht mehr transparent hinterher. Oder das verbessert zwar die Fließfähigkeit, migriert aber nach außen und hinterher wollte ich es eigentlich bedrucken und da geht nichts mehr zu bedrucken, ohne dass ich das dann wieder aufwendig noch chemisch reinige. Also all solche Dinge machen es dann kompliziert zumindest, wenn ich mit Additiven arbeite. Aber, wie gesagt, wir haben jetzt vorher schon verschiedene Sachen überlegt. Ne, und dann kann man sich gucken, okay, Temperatur geht nicht, Geschwindigkeit auch nur mäßig, große Änderungen am Spritzgusswerkzeug will ich auch nicht machen, weil zu kostenintensiv. Könnte also sein, dass dann Additive sozusagen die Quick-and-Dirty-Variante dann wären, wenn es dann eben die Anwendung tatsächlich zulässt. Ja, super, super interessante Punkte und das wird auf jeden Fall mehr als die volle Punktzahl geben in der IHK-Prüfung. Das ist auch, finde ich, super gut erklärt und die IHK macht in den Musterlösungen meistens einfach Stichpunkte. Das ist für die Meister dann auch manchmal ein bisschen irreführend, wenn dann da einfach steht bei Material beispielsweise Doppelpunkt Additive, dass man ja einfach dann vielleicht ein bisschen zu kurz dann manchmal denkt und das ist so eine Erläuterung natürlich Gold wert einfach, damit man da auch nochmal so ein bisschen diesen Einblick kriegt.
Ja, vor allem das Problem ist, also natürlich hilft es, dass die Meister wissen, an der Stelle könnte man in Richtung Additivierung denken, aber wahrscheinlich passiert dann in der Ausbildung nicht viel mehr. Das kenne ich aus dem Studium auch. Das heißt, man weiß eigentlich, es gibt Additive, aber die Frage ist, wo fange ich da eigentlich an? Ja. Also die Welt der Additive ist gigantisch und eigentlich ein Studium für sich wert fast. Ne? Das stimmt, da kenne ich aus Ihrem Buch zur Kunststofftechnik die große Grafik mit den unterschiedlichen, wie sich die Additive nochmal aufsplitten. Haben wir auch hier im Rahmenplan in der Kunststofftechnik drin. Na, also ich bin tatsächlich, glaube ich, so einer der wenigen, der überhaupt irgendwas noch dazu schreibt. Also es gibt tatsächlich, gab mal eine Zeit lang auch ein Kunststoffadditivbuch in Deutsch auf dem deutschen Markt. Ich glaube, mittlerweile gibt es das schon nicht mehr. Was halt sehr, sehr schade ist. Und dann das andere gibt dann wieder was auf Englisch, ne? Plastics Additives Handbook. Das ist dann aber auch so ein ganz dicker Schmöker. Und das, da kann man nur was nachgucken, wenn man weiß, wonach man sucht. Aber das ist nichts, wo man sich mal eben einliest, um mal so einen Überblick zu gewinnen. Und deshalb habe ich gerade, ich mache wenigstens ein Kapitelchen ins Buch ein, damit man mal so über einen groben Überblick kriegt, wofür gibt es eigentlich was. Und zugegebenermaßen geht das über Additive. Das Thema Füllstoffe, was auch spannend ist, habe ich in meinem Buch immer noch nicht ernsthaft untergebracht. Aber wir arbeiten gerade an der vierten Auflage. Mal gucken, ob da was passiert in der Richtung. Ja, cool. Das ist super interessant. Und also das wären jetzt schon mal 9 Punkte für uns in der IHK-Prüfung. Okay, können wir schon mal Haken hinter machen? Machen wir einen Haken hinter. Und würde ich sagen, machen wir auch mit der nächsten Aufgabe weiter. Die handelt vom Blasform, Koextrusionsblasform. Okay. Was ist das? Gut, da müssen wir natürlich eigentlich 2 Sachen klären. Genau. Also weil wir einmal Koextrusion haben, da könnte man natürlich irgendeine Form hinterpacken und in diesem Falle Koextrusionsblasformen. Koextrusion ist, oder Blasform ist ja ein Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern, die generell vorher im Extruder passiert das Aufschmelzen des Kunststoffs und jetzt habe ich ja hier Koextrusion, das heißt dann eigentlich immer, ich habe mehrere Extruder, die unterschiedliche Kunststofftypen oder unterschiedliche Rezepturen aufschmelzen, dann in einer Düse wieder zusammenführen, um dann daraus einen Hohlkörper zu extrudieren. Der wird dann in ein Blaswerkzeug übergeben und dann mit Innendruck dann gegen die Werkzeugwand gedrückt und erstarrt dann so und dann habe ich halt meinen Hohlkörper geformt. So kann man das wahrscheinlich auf den Punkt bringen. Da ist erstmal die Fragen, die wir gleich besprechen, kommen da gerne dran und es wird auch oftmals nach der Unterscheidung gefragt zwischen Extrusionsblasform und Spritzblasform. Also warum mache ich da überhaupt die Unterscheidung? Und das ist dann für die Meister auch immer interessant, dass man dann quasi diese Rohlinge beispielsweise bei PET erstmal im Spritzgussverfahren fertigt und die dann aber nicht extrudieren kann, einfach wegen der Viskosität, wieder quasi das Zauberwort ist da. Ja, also genau, da spritzt man ja diese Vorformlinge, nennt man das da häufig auch, hat aber auch noch ganz andere Gründe, weil häufig ist es so, dass irgendwo steht die Firma, die diese Vorformlinge macht und wenn ich jetzt, weil das ja für Getränkeflaschen benutzt wird, dann wäre es ja eigentlich auch wirklich unsinnig, leere PET-Flaschen durch die Gegend zu transportieren zu dem Getränkehersteller oder Abfüller, sondern man liefert dem diese Vorformlinge und die haben eine vollautomatische Anlage da stehen, die dann tatsächlich das Blasformen übernimmt, also quasi das Aufblasen, wenn man so will, wie bei so Luftballons blasen die eigentlich die Vorformlinge auf, direkt in ihrer Fertigung und können die dann anschließend direkt auch mit Getränk befüllen. Also das macht dann natürlich von der Transportlogistik und sehr viel mehr Sinn und ist auch ökologisch natürlich auch sehr viel sinnvoller, als Luft durch die Gegend zu transportieren. Ich glaube, das war sogar mein erster Berührungspunkt mit der Kunststofftechnik. Wir haben bei uns in Rinteln, wo ich aufgewachsen bin, Wesergold, ein großer Getränkehersteller. Und da haben wir beim Tag der offenen Tür dann halt auch diese Vorformlinge gesehen, diese kleinen Reagenzgläser quasi, genau, wie die dann aufgepustet wurden. Wir sehen fast große Reagenzgläser, genau, mit Schraubverschluss. Genau. So, dann wieder zurück zum Koextrusionsblasform. Ja. Das sind jetzt 3 Fragen. Mhm. In der IHK-Prüfung wurden die auch noch mit Rechnungen verbunden, aber wir machen nur die Theoriefragen. Sie haben ja schon über den Vorformling geredet. Wie kann man den jetzt abtrennen?
Ja, da gibt es jetzt nicht so das Standardverfahren, oder ich würde mal sagen, es hängt zumindest sehr, sehr stark von der Größe des zu formenden Körpers ab. Wenn ich einen relativ kleinen Hohlkörper habe, ich sag mal Klassiker, Waschmittelflasche, so, kleiner Kanister oder sowas, ist die Form relativ klein. Das heißt, ich kann dann direkt die Form an den Vorformling ranführen und die quetscht mir dann sofort das Material ab. Das wäre die eine Variante. Wenn ich jetzt aber irgendwelche riesigen oder semi-großen Behälter habe, zum Beispiel Kunststoff-Kraftstofftanks für Automobilbereich, die sind ja große, komplexe Gebilde mittlerweile geworden, weil die irgendwo zwischen allem anderen, was da an Platz ist, noch irgendwo dazwischen gewurschtelt werden müssen. Da wäre es jetzt also schon schwierig, sozusagen diese gigantoschwere Form an den Vorformling ranzubringen. Da würde man halt versuchen, den Vorformling an die Form heranzubringen. Genau. Also da müsste ich dann halt irgendwie mit irgendwelchen Formen, zum Beispiel Schmelzeschneider oder andere Gerätschaften, die es da gibt, würde man im Prinzip den Schlauch tatsächlich abschneiden und dann der Form zuführen. Genau. Kunststoff-Kraftstoffbehälter ist auch immer mein liebster Zungenbrecher in den ganzen Vorlesungen. Da beispielsweise jetzt haben wir einen Kunststoff-Kraftstoffbehälter hergestellt und der fällt irgendwie runter. Wie lange braucht er, bis er auf dem Boden ist? Und Ach du da, Schande. ja. Das gehört zu der Aufgabe eigentlich auch noch dazu. Also wir fördern den Kunststoff-Kraftstoffbehälter und wollen den in einen Behälter fallen lassen. Das Förderband bewegt sich mit so und so viel Meter die Sekunde. Wir haben so und so eine Entfernung. Fällt er rein? Wie lange braucht er zum Fallen? Also hätte ich jetzt zwar nicht, wäre ich jetzt nicht spontan auf die Idee gekommen, dass sowas mitgelehrt und geprüft wird, aber klar, das sind die praktischen Fragestellungen, denen man sich gegenüber sieht als Meister. Ich will da irgendwie meine Produktion optimieren und so weiter. Und dann muss ich das zumindest mal im Alltag hinterher abschätzen können. Da kommt ja nicht auf die dritte Nachkommastelle in aller Regel an, aber ich muss abschätzen können. Spreche ich jetzt hier von Bruchteilen von Sekunden, von mehreren Sekunden, oder ist das dann doch schon was länger und so weiter, genau. Na, IHK-Prüfung immer auf zwei Nachkommastellen runden. So, Okay. das ist ganz wichtig. Wichtiger Hinweis, ja. Aber es ist zumindest gut, dass es da klare Ja. Vorgaben gibt. Also an der Hochschule ist das Problem, dass dann halt jeder Prüfer so seine eigene Vorgabe hat. Nicht? Also bei mir zum Beispiel kommt es auf die sozusagen die. Ist ja die Frage, meint man Nachkommastellen oder Stellen? Wenn mir dann einer ein E-Modul berechnet und schreibt dann dahin 1253,57, sage ich, okay, so genau können Sie den gar nicht bestimmt oder berechnet haben. Dann wären die beiden ersten gültigen Stellen vorne. Also 1200 hätte dann an der Stelle gereicht. Aber Genau, ja, da muss man dann, an der Hochschule muss man genau aufpassen, was sagen die Lehrenden an der Stelle eigentlich, wie sie das gerne haben möchten. Und da mal drauf aufpassen. Also von daher ein wichtiger Hinweis hier immer auf zwei Nachkommastellen. Ne? Genau. E-Modul ist auch in der Industriemeister-Kunststoffprüfung nicht das beliebteste Thema, weil im Tabellenbuch für die Kunststofftechnik stehen die Formeln für den E-Modul nicht drinne. Und das heißt, müssen sie auswendig lernen. Also das ist dann. Ja, aber das sind ja keine komplexen Formeln. Und da auch immer wieder, wenn man sich mal überlegt, sozusagen, was meint der E-Modul, wo kommt der eigentlich her? Und er beschreibt also diese Steigung der Geraden im Spannungsdehnungsdiagramm. Dann sollte also auch das bisschen, was an Schulmathematik in grauer Vergangenheit mal rübergekommen ist, noch ausreichen, dass ich sage, okay, die Steigung war doch nochmal irgendwie die beiden Y-Werte durch die beiden X-Werte. Und dann ist auf einmal die Formel auch gar nicht mehr so komplex. So versuche ich das auch immer zu erklären. Ja, man muss den Leuten die Angst nehmen und zumindest zeigen, dass man das verstehen kann, dass das kein Hexenwerk ist. Da fallen nicht auf einmal irgendwo Formeln vom Himmel. Das ist alles Physik und Physik erklärt uns die Welt. Und wenn man das alles, man kann es verstehen, wenn man es verstehen will. Und die Hoffnung habe ich zumindest, dass Leute, die sich an der Stelle weiterbilden wollen, auch nicht nur irgendwie ein Papier in der Hand haben wollen, sondern tatsächlich auch ein vertieftes Verständnis über die Materie bekommen. Ja, gerade in diesem Kunststofftechnik-Teil bzw. HQ-Teil beim Industriemeister, das ist so aufgeteilt, es gibt einmal eine Basisqualifikation und eine handlungsspezifische Qualifikation.
Und der handlungsspezifische Teil ist halt dann beispielsweise Kunststofftechnik. Und da geht es ja wirklich auch dann in die Themen rein und da haben die angehende Meister und Meisterin echt Bock drauf. Das ist halt cool. Es gibt diese Basisqualifikation, das ist dann so naturwissenschaftliche und technische Gesetzmäßigkeiten, so Ingenieursbasics, Rechtsbasics, RBH, so BWH, betriebswirtschaftliches Handeln. Da sind so allgemein so die ganzen Klassiker aus der Uni werden da gefragt. Da ist die Motivation manchmal nicht so hoch, aber dann in der Kunststofftechnik, da ist dann die Motivation viel, viel höher. Ja klar, weil sie sich damit ja schon jahrelang beschäftigt genau. haben und weil sie da jetzt auch sehen, ah Mann, wie cool, jetzt kann ich endlich verstehen, warum wir bestimmte Sachen so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Aber man darf die anderen Sachen nicht vernachlässigen, weil man ja durch den Meister sich auch qualifiziert für andere Tätigkeitsbereiche. Und auf einmal wird man Sachen tun müssen und Dinge entscheiden müssen, wo es hilft, wenn man dann auf einmal tatsächlich von diesen Dingen was gehört hat und sich dann daran erinnert und denkt, ah Mist, das war doch nicht alles für die Katze, dass wir das gelernt haben, sondern das hilft mir jetzt hier an der Stelle, die Entscheidung da auch auf eine vernünftige Basis zu stellen. Das stimmt. So, wir haben den Vorformling abgetrennt. Ja. Wie kriege ich den jetzt ins Werkzeug? Also ja, da müssen wir natürlich nochmal wieder zurückgehen. Also Frage, bin ich nicht vielleicht sogar mit meinem Werkzeug an den Vorformling rangegangen, sondern okay, wir haben jetzt also was Größeres, wir müssen rüberbringen. Da kann man sich technisch auch wieder verschiedene Sachen überlegen. Da gibt es so sogenannte Schlauchzubringer, das wäre so der Standard und einfache. Aber das wird heutzutage bis hin mit Robotertechnik gemacht. Ne? Also Roboterarme, die das tatsächlich abgreifen, rüberführen, einbringen. Also das ist immer die Frage, wie viel passiert da noch manuell, händisch, wie viel passiert da eigentlich schon zum Teil vollautomatisch. Ja, das ist auch dann immer spannend im Unterricht, sich dann Videos anzugucken oder dann gegebenenfalls vielleicht auch mal in eine Produktion zu gehen, dass man da dann auch wirklich sieht, ah, so ist das. Ja, also, aber wir sprechen ja über das Co-Extrusionsblasformen und das ist ja schon insgesamt ein bisschen ein trickreicheres, aufwendigeres Verfahren. Und da ist in aller Regel auch tatsächlich ein bisschen mehr Automatisierung. Es gibt also beim klassischen Extrusionsblasformen gibt es dann natürlich auch manchmal noch kleinere Klitschen, sage ich mal, die mit wenigen Gerätschaften irgendwelche Spezialitäten herstellen und sich dann auch zum Teil die Automatisierung in dem Maß nicht leisten können. Aber gerade im Co-Extrusionsblasformen ist da doch der Automatisierungsgrad typischerweise recht hoch. So, wie überprüfen wir jetzt, ob das Bauteil auch dicht ist, unser Kraftstoffbehälter? Ja, okay. Ja, also auch da kann man zum Teil rudimentär rangehen. Ja. Und ich sag mal, wie würde man das machen, wenn man jetzt ein Fahrradplatten hat? So stelle ich die Frage auch immer. Ne? Ja, also dann versuche ich nochmal den Schlauch aufzupusten und packe den dann einfach in einen Eimer mit Wasser und gucke, wo Bläschen aufsteigen. Und da weiß ich, habe ich ein Loch. So, jetzt hier muss ich einfach den Behälter dann natürlich verschrauben oder irgendwie abdichten, drücke den unter Wasser, braucht dafür natürlich ein entsprechend großes Becken. Und da wäre jetzt die Hoffnung, dass eben keine Bläschen aufsteigen. Genau. Also es kann natürlich manchmal sein, dass so ein bisschen Luft irgendwo hängen bleibt oder so, aber wenn jetzt irgendwo kontinuierlich Bläschen aufsteigen, hätte ich ein Problem. Wenn nicht, habe ich kein Problem. Das wäre so die, sagen wir mal, grobschlächtige, ganz einfache Variante mit natürlich allen Problemen. Also es ist wieder händisches Rumwerkeln, ich brauche das Wasser da, hinter ist mein Behälter nass, den muss ich womöglich wieder trocknen und so weiter. Man kann also auch da wieder technisch elegantere Lösungen finden, indem man das zum Beispiel den Behälter mit Helium füllt. Jetzt wissen wir, viele, wenn die irgendwie so chemische Begriffe hören, werden immer nervös. Ne? Ist das jetzt nicht total gefährlich oder so? Ne? Helium, gut, wir kennen das von Heliumballons und so weiter. Man kann damit arbeiten, weil das ein Edelgas ist. Das heißt, da reagiert nichts, das ist auch nicht großartig giftig. Aber dadurch, dass jetzt nicht so wirklich viel Helium in der normalen Umgebungsluft ist, könnte man Undichtigkeiten messtechnisch sehr schnell detektieren. Also zumindest kann man sagen, da tritt Helium aus, ja oder nein. Also man hat dann wieder dann die Leckage nicht unbedingt erkannt, aber man weiß, dass das Ding eine Leckage hat. Während dann, das ist das Schöne bei dem Untertauchverfahren, sehe ich nicht nur, dass es eine Leckage ist, sondern ich weiß sofort, aha, da habe ich eine Leckage. Und dann kann ich vielleicht auch in den Prozess reingucken und gucken, warum kommt es denn da zu einer Leckage.
Ganz spannend, dass Sie das angesprochen haben mit den Edelgasen. Das ist beispielsweise in der Basisqualifikation im Fach Naturwissenschaftliche und Technische Gesetzmäßigkeiten haben wir einen Unterpunkt Chemie. Und da werden auch die Edelgase beispielsweise behandelt und das Helium-Edelgas ist, kommt beispielsweise auch da vor. Und da kann man dann ja auch das Wissen verbinden aus der BQ und aus der HQ. Genau, also auch da, sag ich mal, man muss sich selber so weit qualifizieren, dass man hinterher in der Praxis dann mit solchen Themen keine Berührungsängste mehr hat. Man hat das ja ganz häufig, dass Leute, sobald da irgendwas Chemisches auftaucht, dann sofort, nee, geh mir weg, das ist bestimmt auch schlimm und gefährlich und so weiter. Und da so ein Gefühl zu haben, ist das jetzt eigentlich was total ungefährlich ist, damit kann man ruhig hantieren, ist das womöglich gefährlich oder man weiß zumindest wo und wie man da gucken muss, wie man das einsortieren kann, man kann da so ein bisschen mitsprechen, dafür sollte man sich ja auch qualifizieren. Ganz, ganz spannendes Thema auch, weil am Anfang des Lehrgangs sagen die meisten auch immer, oh, Elektrotechnik, das hasse ich, ne? Mag ich nicht, gefiel mir noch nie, das kann ich auch nicht. Und dann, wenn man dann aber während des Lehrgangs sieht, ach, cool, das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist, finde ich, auch immer ein cooles Erlebnis dann, wenn man sieht, okay, die Leute haben doch vielleicht auch ein bisschen Spaß am Lernen. Also wenn man das dann so während des Lehrgangs merkt, da freue ich mich auf jeden Fall immer. So, ja, wir haben das Koextrusionsblasform durch. Haben wir uns, würde ich sagen, volle Punktzahl geholt. Danke. Wir haben mal Glück gehabt. Ich habe auch mal überlegt, ob ich noch einen Meister mache. Wenn man da einschlägige Berufserfahrung hat, kann man sich dafür dann quasi auch noch anmelden. Mhm. Also, wenn Sie mal einen Meister machen wollen, Ich biete da einen Vorbereitungslehrgang an. Alles klar. So, die nächste Frage handelt von der Extrusion und vom Kalandrieren. Erstmal wollen wir jetzt Folien herstellen. Ja. Und da nutzen wir ein Breitschlitzwerkzeug. Klassische Frage von den Kautschuktechnikern, Breitschlitzwerkzeug, was ist das? Okay, also jetzt haben wir natürlich, Sie haben schon beide Begriffe genannt, ne? Also extrudieren und kalandrieren, das sind natürlich doch sehr unterschiedliche Verfahren. Das Einzige, was Sie grob gemeinsam haben, ist, dass hinten am Ende eine Folie rauskommt. Ne? Jetzt Breitschlitzwerkzeug wäre halt ein Werkzeug, was auch wieder am Ende eines Extruders steht. Gut, jetzt liefert mir der Extruder hier erstmal so einen Schmelzstrom. Der kann beliebig dünn oder beliebig breit sein. Und wenn ich jetzt eine Folie haben will, und dann sagt der Name ja schon Breitschlitzwerkzeug, dann möchte ich also eine breite Folie bekommen. Und breit heißt in dem Fall tatsächlich so 2 Meter aufwärts. Das können auch 4 Meter sein. Und jetzt ist ja die Herausforderung, diesen zentralen Schmelzstrom in diese Breite zu bringen und dann auf eine gleichmäßige Dicke, sodass die meisten, also früher in den Lehrbüchern stehen dann noch diverse Geometrien, die so ein Breitschlitzwerkzeug haben kann. Der Klassiker heute ist so ein Kleiderbügel-Werkzeug. Das ist also auch insofern schön, dass man sich das gut vorstellen kann. Also sozusagen da, wo der Kleiderbügel aufgehängt ist, da kommt jetzt der zentrale Schmelzstrom an. Und der wird jetzt in die Breite getrieben. Auch dafür brauchen wir sowas wie Staubalken zum Teil eingebaut, die dann dafür sorgen, dass auch zum Rand hin tatsächlich die Schmelze verteilt wird. Und ganz am Ende dieser breiten Strecke steht dann in aller Regel sowas wie eine Flexlippe, nennt sich das. Das heißt, da kann ich dann auch noch über die Breite gucken, die Dicke zu korrigieren. Und sozusagen auch immer hinten am Ende gucke ich, wie meine Breite rauskommt. Und dann kann ich dann vorne wieder an den Stellschrauben so ein bisschen gegensteuern. Und das ist tatsächlich ein gar nicht so einfacher Prozess, bis ich dann tatsächlich mein dicken Profil über die komplette Breite so eingestellt habe. Und das ist dann eben auch ein Verfahren, was man eher nutzt für dickere Folientypen. Also jetzt nicht für hauchdünne Folien, da gibt es andere Verfahren. Nicht nur Kalandrieren, sondern auch zum Beispiel Blasfolienextrusion. Aber so für dickere Typen, ich sage immer gerne so eher so 1 Millimeter aufwärts, da arbeitet man gut und gerne halt mit diesem Folienextrusion an der Stelle, mit Breitschlitzwerkzeug. Das ist auch ein Punkt, wo die Meister sich viel mit beschäftigen, so dieses Einstellen dann von den Werkzeugen oder wo dann auch super viel Fachwissen einfach bei den Meistern vorhanden ist, wo sie dann sagen, jo, ey, also ich habe das mal so in der Praxis so und so gelöst.
das macht dann im Unterricht auch Spaß, wenn man dann Meister aus ganz Deutschland ja dann miteinander so diskutieren, okay, wie macht ihr das, ne? Also einer hatte mal vorgeschlagen, das war auch bei Extrusion, mit Mischteilen einfach Schrauben in den Extruder zu schmeißen, ob das nicht hinhauen würde. Okay, schwierig. Ja, es ist die Frage, wo die müssen auch irgendwo rauskommen. Also die bleiben da nicht da drin als Mischelement. Ne? So, also da, ja, genau. Da. Und Metall auf Metall ist halt auch nicht so wirklich gesund. Ey, aber ist egal. Also manchmal kommen ja auch bei solchen Kreativvorschlägen durchaus interessante Sachen raus. Frage ist, wer nimmt das auf und setzt das dann hinterher um? Ja. Aber auch gerade da ist es ja so, in der Vergangenheit war da unheimliches Know-how der Meister tatsächlich gefragt. Also so ein Folienextrusion konnte wirklich nur jemand sehr Erfahrenes anfahren und auch fahren, weil wie gerade also hinten dicken Profil messen, vorne einstellen, das wird dann noch über Imbusschrauben dann eingestellt. Heute an vielen Anlagen ist sowas natürlich auch vollkommen automatisiert. Ne? Also hinten wird das gemessen. Und dann werden dann elektronisch die Schrauben verstellt und dann stellt sich quasi automatisch dann das Dickenprofil ein. Eigentlich ein bisschen langweilig, ne? aber natürlich an vielen Stellen dafür effektiver. Ne? Genau, das ist auch ein Punkt, oder das hatten wir auf Instagram mal so einen Wunsch reinbekommen, dass wir im Podcast auch darüber reden, wie sich so ein Profil überhaupt ändert von einem Industriemeister. Also was Sie gesagt haben, ne? So, dass man vor 10 Jahren, 15 Jahren da wirklich noch so diese Feinheiten beherrschen musste und es jetzt halt mehr in die Automatisierung geht. Ja, unbedingt. Und dass man da dann auch mehr über die Automatisierung als Meister wissen muss. Und das ist ja dann auch ein ganz spannendes Thema. Ja, also ganz, ganz, ganz krass. Und da sind wir jetzt noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Also wie gerade früher ging es darum, ziehe ich jetzt eine Vierteldrehung oder eine halbe Drehung an der Schraube und was dann natürlich unheimlich typenspezifisch wieder war. Das heißt, man musste seine Maschine wirklich gut kennen. Und heute, wie Sie richtig sagten, passiert da halt unheimlich viel mit Automatisierung. Aber man muss sich natürlich mit der Automatisierungstechnik auskennen, weil auch die will wieder sozusagen gefüttert werden. Natürlich kann man, also auch da gibt es wieder Bestrebungen, auch die mit KI zu steuern. Das heißt, dass die sich im Prinzip dann selber noch optimiert. Aber heute ist es an vielen Stellen natürlich noch so, dass man also als der Erfahrene und der sozusagen das ganze Bild sieht und das Produkt bewertet, hinterher dann die Automatisierungstechnik weiter optimiert. Aber auch da werden wir dann in der Zukunft noch wieder Änderungen erleben werden. Ja, Automatisierungstechnik ist auch im Rahmenplan von der IHK mittlerweile drin. Also da müssen wir dann immer auch ein bisschen mit arbeiten, so ein, zwei Fragen maximal. Aber okay, aber wie man auch da, wichtigste, keine Berührungsängste. Ja, genau. So. Wir fertigen jetzt die Folie auf dem Breitschlitzwerkzeug. Warum haben wir da so einen Randbeschnitt drin? Oder warum? Und was ist das überhaupt? Genau, also bei allen Folien, also man kennt das beim Kalandrieren auch, also in aller Regel gibt es einen Randbeschnitt. Zum Teil, weil der Rand auch so minimal flattert vielleicht. Also ich brauche ja für viele Anwendungen wirklich einen ganz klaren Rand. Ich brauche vor allen Dingen eine ganz klar definierte Breite. Und bei allen Anstrengungen, die wir gerade genannt haben, Staubalken, Flexflip und so weiter, kann man es meistens nicht ganz verhindern, dass es zum Rand hin dann doch minimal dünner wird, die Folie, jetzt also beim bei der Folienextrusion zumindest. Und das heißt, man macht dann einfach einen Beschnitt, um zu sagen, okay, jetzt habe ich hier eine saubere Breite, einen sauberen geraden Rand und eben auch in dem Bereich kann ich tatsächlich auch die Dicke in den Spezifikationen auch garantieren. Ja, würde ich wieder sagen, volle Punktzahl. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass man alternativ die Folien auch auf anderen Maschinen herstellen kann. Die IHK fertigt die gerne auf Kalandern, also Folien kalandrieren, und dort tritt dann der Kalandereffekt auf. Kalandereffekt, Memory-Effekt, Kalandriereffekt wird in allen möglichen Variationen abgefragt, aber am Ende bleibt der Kalandereffekt ja der gleiche. Und was ist der Kalandereffekt? Jetzt haben Sie Glück, weil es gar nicht so viele Experten gibt für Kalandrieren. Aber ich habe tatsächlich etliche Jahre in der Industrie gearbeitet, an Kalandern gearbeitet. Also wir haben damals Weich-PVC-Folien hergestellt, unter 1 mm dicke. Bleib mal so unter 1 mm bis um ein Viertel Millimeter, also 250 μ. Das ist so, was man gut machen kann mit dem Kalandrieren. Und
Man muss natürlich noch mal kurz erklären, okay, wir haben also so mehrere Falzen, auch dann wieder so, sagen wir, 2 Meter Breite. Wir wollen eine ordentlich breite Folie herstellen, die übereinander gestapelt sind. Oben fließt die Schmelze rein und dann wird die halt immer sozusagen zwischen 2 Walzen immer weiter ausgewalzt, bis sie dann hinter die Enddicke kriegt. So, jetzt entsteht dann natürlich ein Riesendruck und eine Riesenscherung. Und wir hatten uns ja schon ein bisschen über Molekulargewicht unterhalten. Also, und das ist immer wichtig im Hinterkopf. Man muss ein Grundverständnis haben, was habe ich hier für einen Werkstoff. Und so ein Kunststoff, der besteht ja aus Makromolekülen, die einfach sehr dünn, aber super lang sind. Jetzt generell, bei jeder Art von Verarbeitung gibt es ja immer irgendeine Fließrichtung. Und in Fließrichtung orientieren die sich schon. So, wenn das Ganze dann hinterher bei Wärme genügend Zeit hat, relaxieren die wieder. Das heißt, dann wollen die sich wieder zurückknollen. Und das ist eigentlich auch das Ziel, weil wenn ich zum Beispiel sonst ein Spritzgussteil mit hoher Geschwindigkeit einspritze, dann das Ganze schnell erstarrt. Und jetzt mal angenommen, ich gehe hinterher und erwärme das wieder auf eine höhere Temperatur, vielleicht auch höher hoffentlich als die Anwendungstemperatur, dann sehe ich aber mal, wie sich das in alle Richtungen verbiegt und schrumpft in aller Regel auch. Man kann das auch mal schön mit so einer PET-Flasche machen, die ja total aufgeblasen wurde. Das heißt, wenn ich die wieder erwärme, dann schrumpft die auch wieder zusammen. Also das ist alles nur jetzt über die Fließgeschwindigkeit. Jetzt kommt hier noch diese Scherung da rein. Das heißt, also da werden die ganz extrem in Fließrichtung ausgerichtet. So, jetzt hinter dem Walzenspalt sind die aber ja wieder relaxiert. Die sind ja immer noch in der Schmelz, also hohe Temperatur. Das heißt, was wollen die Moleküle machen? Die wollen sich wieder relaxieren, wollen zurückknollen. Sorgt jetzt aber was mit unserer Folie, dass sie eigentlich an der Stelle schmaler wird, dicker wird und, wenn man so will, auch wieder ein bisschen kürzer wird. Also weil es einfach in alle drei Raumrichtungen dann wieder zusammenschrumpft. Das ist so ein bisschen der Effekt, den man da immer berücksichtigen muss. Man will ja dann irgendwann auch auf die Enddicke kommen, Endbreite kommen und so weiter. Und eigentlich hat man immer so ein bisschen so diesen Kalandereffekt, der dem Ganzen so ein bisschen entgegenläuft an der Stelle. Schon in einer Altprüfung wird es auch Relaxationseffekt genannt. Also da gibt es immer unterschiedliche... Oh ja, also das ist dann, wie gesagt, da kommt dann das Fachchinesisch dann mit rein. Ja. Aber das meint das. Ne? Also, genau. Aber auch da, ne, man kennt das ja aus dem heutigen Sprachgebrauch, ne? Relaxen. Ja. Ne? Lass uns einfach ein bisschen mal relaxen hier, also entspannen. Und genau das meint das also hier auch, dass der Kunststoff entspannt sich auch. Der ist, wenn er gestreckt ist, ist er thermodynamisch eigentlich in einem Zustand, in dem er nicht sein will. Er möchte, wenn er entspannt ist, ein Knoll sein. Und so kann man sich das vorstellen. Ne? So wie wir auch, wenn wir stehen, aufrecht stehen, dann ist nicht unbedingt für uns der entspannteste Zustand, sondern wir wollen auf dem Sofa rumlümmeln. Ne? Und dann knollen wir uns so ein bisschen in uns zusammen. Also manchmal helfen so Bilder und so, um das auch, sag mal so, von diesem scheinbar hochtheoretischen Niveau runterzubringen auf was, ja, das kann man verstehen. Ja, das ist nicht so trickreich. Ja, stimmt. Hochviskos erkläre ich immer mit Honig. Ja, also zumindest, das ist so der Klassiker. Wenn man sagt, hat Wasser, hat Viskosität 1, ne, dann kann man Öl nehmen. Ne, das sind wir irgendwo zwischen, je nachdem, was man für ein Öl hat, zwischen 10 und 100. Und man sieht das ja auch schon, dass die Viskosität zunimmt. Dann sind wir bei Honig, sind wir schon bei, je nach Typ, schon bei über 1000. Und das ist erstaunlich, weil man muss ein bisschen aufpassen, vom Gefühl her steigt das eher so logarithmisch an. Mhm. Also man muss also schon auf ungefähr 100 gehen, damit man wirklich einen deutlichen Unterschied sieht. Ob ich jetzt 1 oder 2 habe, sehe ich und spüre ich nicht den Unterschied, obwohl es doppelt so hoch ist. Während beim E-Modul merke ich schon, ob der doppelt so hoch ist, zum Beispiel. Stimmt. Habe ich auch eine Grafik in den Skripten, haben wir da immer so unterschiedliche Stoffe von der Viskosität her und dann auch einfach mal so ein Video, wie es ausschaut, wenn es hochviskos ist, niederviskos ist, dass man da sich auch einfach was vorstellen kann oder so blöde Eselsbrücken einfach dann, dass man die im... Genau, aber man muss immer ein bisschen aufpassen, also zwischen 1 und 1000, ne? Das ist Wasser zu Honig. Ne? Und also, aber da sind mehrere Größenordnungen tatsächlich auch schon schneller zwischen. So, wir haben wieder die volle Punktzahl geholt, würde ich sagen. Es läuft. Dann würde ich jetzt noch ein paar Fragen zur Faserverbundtechnik stellen, beziehungsweise da einmal so durchgehen, was Sie dazu auch meinen, weil diese Aufgabe, die wir jetzt gleich durchgehen, die
sorgt nicht nur für Begeisterung bei den angehenden Meistern. Das ist eine Aufgabe in der Faserverbundtechnik, wo wir die drei beliebtesten Fasern, Glasfaser, Kohlenstofffaser und Aramidfaser, vergleichen sollen. Mhm. Aber nur vergleichen und dann nichts schreiben, sondern nur mit Nummern 1, 2, 3 für hoch, mittel und niedrig. Und das ist natürlich, finde ich, schwierig, so praxisnah so eine Aufgabe dann zu machen. Also, ja, oder wie ist Ihre Meinung? Also was heißt jetzt hoch, mittel, niedrig? Also das bezieht sich dann auf verschiedenste Auf verschiedene Eigenschaften. Genau, die dann entweder die Faser oder der Faserverbund Werkstoff dann... Nur auf die Faser bezogen eigentlich. Nur auf die Faser. Das ist ja auch, weil da gibt es ja super viele Anwendungsfälle, wie du es dann am Ende des Tages nutzen kannst. Mhm. Also klar, es gibt so harte Faktoren wie die Dichte, das kann man ja aus dem Tabellenbuch dann beispielsweise ablesen, aber so Preis und E-Modul. Ja, ich sag mal, hier muss man wahrscheinlich verstehen, wie schwer wir uns manchmal auch als Prüfer tun, eine Aufgabe zu stellen, die gut zu verstehen ist. Ja, also ich lese die, ich weiß, was von mir verlangt wird, die dann eindeutig zu bearbeiten ist und auch hinterher fair zu bewerten ist. Und wenn ich jetzt hier das so sehe, vermute ich mal die Intention dahinter, dass ich zwar auf der einen Seite jetzt nicht erwarte, dass die angehenden Meister sämtliche Werte auswendig lernen, ne? Alle Dichten, E-Moduli und so weiter für jede Fasertype auswendig lernen, aber trotzdem so ein Gefühl dafür kriegen sollen, wo gruppiere ich die denn ein? Mhm. Also wenn ich jetzt mal in Richtung E-Modul denke, dass ich dann weiß, okay, beste wäre jetzt an der Stelle tatsächlich Kohlefaser. Wenn ich jetzt in Richtung Festigkeit denke, brauche ich gar keine Kohlefaser, da könnte ich auch Glasfaser nehmen und dann natürlich das auch vom Preis her einzusortieren, wobei ich denke, doch, Preis ist schon eindeutig. Also das, oder eindeutig genug wäre mir das, wo ich sage, okay, also es gibt nichts Günstigeres an der Stelle wie Glasfasern. Mhm. Kohlefasern ist mit Abstand das teuerste. Und Aramid gruppiert sich so irgendwo dazwischen, also wo ich schon sagen würde, doch, das kann man nach 1, 2, 3 sortieren. Klar, bei anderen Sachen, dann wird es dann trickreicher, ne, wo ich sage, okay, die liegen da eigentlich relativ beieinander. Mhm. Weiß auch nicht, wie das dann verlangt würde, ob man dann irgendwie 1, 2, 2 schreiben muss oder sowas würde man, in der Art. Würde man schreiben. Oder 2, 2, 2 für alle. Also okay, dann, wenn die ähnlich aufliegen. Genau. Ne? Gut, das müsste man dann, ist hoffentlich in der Fragestellung auch dann wieder eindeutig definieren, ne? dass man dann sagt, okay, wo liegt, also wenn die dann auch gleich aufliegen soll, kann man auch gleiche Zahlen vergeben, weil sonst würde man wahrscheinlich vermuten, ich muss immer irgendwie 1, 2 und 3 vergeben. Ja. Und das macht natürlich manchmal dann nicht so viel Sinn, wenn die halt relativ nah beieinander liegen. Plus es gibt ja auch gerade bei Glas und vor allen Dingen auch bei Kohlefasern nicht die Type, sondern ich kann Kohlefasern optimieren in Richtung Steifigkeit. Ich kann auch Kohlefasern optimieren in Richtung Festigkeit. Wie ich sagte schon, eigentlich würde ich da eher an Richtung Glasfasern denken. Kohle ist aber wieder eine geringere Dichte. Das heißt, wenn jetzt Dichte das Thema ist, zum Beispiel im Sport oder auch in anderen Bereichen, dann, und ich aber trotzdem die Festigkeit will, kann ich die auch wieder da in Richtung optimieren. Also von daher, ich verstehe so ein bisschen ihr Bauchgrummeln an genau. der Stelle, warum jetzt nicht so toll ist die Aufgabe, aber wie gesagt, das ist auch manchmal, ja, was frage ich jetzt dazu? Ja. Ne? Also ich möchte eigentlich, dass die Jungs und Mädels ein Verständnis dafür haben, wenn es die Eigenschaft ist, die es sein soll, in welche Richtung sollte ich denn da gucken? Und von daher habe ich als Prüfer durchaus ein gewisses Verständnis dafür, aber es ist eben auch ganz schön trickreich, sich vernünftige Fragen auszudenken. Ich glaube, Ihre Antwort speichere ich mir so ab und spiele die in der nächsten Vorlesung vor. Das finde ich gut. Okay. Das finde ich aber auch ein interessanter Punkt, dass man da dann im Unterricht ja auch viel mehr diskutieren kann, aber in der Prüfung dann nur die 1, 2, 3 hat. Also das ist, glaube ich, für die Meister dann auch manchmal ein bisschen sehr abstrakt dann auf den ersten Blick. Aber wenn man dann darüber reden kann, dann ist es ja wieder was ganz anderes. Und da gibt es beim Industriemeister noch so ein abschließendes Fachgespräch beispielsweise. Und da haben die Meister dann meistens richtig Spaß dran. Da kommen die Prüfer auch vom Fach. Mhm. Und da kann man dann diskutieren auch über, ja gut, oftmals ins Personalfragen, aber manchmal auch dann zum Thema Extrusion. Wenn dann der Prüfer auch sich da ganz gut auskennt, dann entwickeln sich da auch teilweise schöne Gespräche oder
ein ehemaliger Meister wurde dann auch gefragt, ob er nicht im Prüfungsausschuss will, weil er da im Fachgespräch so die überzeugt hat, dass er dann gleich, jo, dich verhaften war, du bist jetzt hier auch. Ja, nicht schlecht. Ja, genau, das waren schon die ganzen IHK-Fragen und dann habe ich jetzt noch so einen kleinen Abschlussblock, wo ich Sie einfach nochmal fragen, gut, die werden nicht so in der IHK-Prüfung abgefragt, fragen würde. Aus dem Bauch heraus, würden Sie lieber einen Meister machen in 4 Monaten in Vollzeit oder 20 Monate berufsbegleitend an Samstag oder? Ja, ich sag mal, hier ist tatsächlich Einzelberatung notwendig. Ja. Nee, es hat unheimlich was mit meinen Lebensumständen zu tun. Ja, ob ich jetzt sage, ich kann mich jetzt tatsächlich auch hier rausnehmen und mal so richtig voll durchklotzen, sage ich schon mal. Ne? Also wir kommen ja beide aus dem Ruhrpott, ne? Da würde man sagen, wir klotzen hier mal richtig ran. Oder das ist natürlich, sagen wir mal, mental dann eine große Herausforderung. Andererseits, das wirklich berufsbegleitend zu machen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne? Und dann auch da, wenn ich dann irgendwie Frau und Kinder zu Hause habe oder Mann und Kinder, je nachdem, kann das auch schwierig sein. Da muss ich mir einfach überlegen, ich würde das wirklich ganz platt von der Lebenssituation abhängig machen. Also und auch so ein bisschen, was man für ein Lerntyp ist, weil natürlich in 4 Monaten, wir haben schon drüber gesprochen, dann gibt es dann 20 Stunden dazu und so weiter. Also da muss man sich dann in kürzester Zeit unheimlich viel Stoff drauf schaffen. Und für den einen oder anderen, gerade wenn man nicht mehr der Allerjüngste ist, ist es dann auch hilfreich, wenn man sich die ganzen Sachen dann über längere Zeit zu Gemüte führen kann, ne? Mit Karteikarten arbeiten kann, die Videos sich doch noch ein paar Mal angucken kann und so weiter. Und dass man die Zeit hat, so ein bisschen auch zu sacken, Das Ganze. Aber wie gesagt, ich würde es primär von der eigenen Lebenssituation an der Stelle abhängig machen. Ja, das machen die meisten auch de facto so. Aber das ist auch ein interessanter Punkt mit dem Alter, den Sie angesprochen haben, weil bei den Meistern gibt es eine super große Range an unterschiedlichen Altersklassen. Also ein paar, die direkt nach Ausbildung durchstarten, dann mit 21 im Kurs sitzen und dann gibt es nochmal mit 55. Mein ältester Industriemeister war 62. Ja, und wie gesagt, also mit 21, ich bin in diesem Lernmodus drin, ja. und dann kann ich das auch einfach durchknallen. Und wenn ich dann aber tatsächlich nach, sagen wir, 30 Jahren nie mehr Schulbank auf einmal antue, dann tut das wahrscheinlich häppchenweise, ist da wahrscheinlich dann tatsächlich zu empfehlen. Ja, das ist am Anfang ja wirklich wie so ein Schlag ins Wasser. Ja, das ist so ein Brain-Overflow, den man an der Stelle nicht braucht. So, dann noch eine persönliche Frage. Sie haben ja Chemietechnik studiert. Würden Sie lieber so einen Plastikmeister machen, Industriemeister Kunststoff-Kautschuk oder Industriemeister Chemie? Ja, das ist, ich sag mal, das... Mit Chemie wäre man ziemlich fachlich deutlich breiter aufgestellt. Mhm. Man könnte also in mehr Bereiche reingehen als jetzt den, sagen wir, Plastikmeister, den Sie genannt haben. Und da ist ja die Frage, ich komme ja schon aus der Praxis, ich habe da so meine Erfahrung und die Frage ist, bin ich da jetzt eigentlich verhaftet und sage, das ist aber auch der Bereich, in dem ich mich einfach wohlfühle. Ich weiß, da will ich auch weitermachen, sei es im Kautschuk, sei es im Spritzguss, Extrusion, was auch immer. Da sehe ich auch meine Zukunft. Dann warum nicht auch dabei bleiben und sich dann auch da ein bisschen spezifischer dann auch das Wissen, dann Zusatzwissen dann sozusagen drauf schaffen. Oder bin ich eigentlich so ein bisschen offener, experimentierfreudiger, könnte mir durchaus vorstellen, auch nochmal was ganz anderes zu machen. Und dann würde sich natürlich dann an der Stelle anbieten, so ein bisschen abzubiegen und sich so ein bisschen breiter aufzustellen. Ja. Und wir hatten ja jetzt auch schon viel über die Prüfungen an sich geredet und was so drankommt ungefähr. Was für einen Studiengang würden Sie Industriemeistern Kunststoff-Kautschuk empfehlen? Na, auch da fällt die Antwort eigentlich ähnlich aus. Ne, man kann natürlich auf derselben Schiene weitermachen. Wir sprechen dann immer ganz gerne von konsekutiv. Das heißt, auf dem vorigen aufbauen, das ist genauso wie es konsekutiv Bachelor und Master gibt, also die dann aufeinander aufbauen, nahtlos anknüpfen, dann würde sich natürlich sowas wie Kunststofftechnik anbieten. Oder auch da, wenn ich dann eigentlich durch das Studium mir nochmal so ein bisschen die Möglichkeit offen lassen würde, mich auch fachlich nochmal neu zu orientieren, würde zum Beispiel sowas wie Verfahrenstechnik
sich anbieten. Also diesen klassischen Chemietechnik, den ich gemacht habe, gibt es in der Form nicht mehr. Das, ja. Also ich habe das damals Uni Dortmund gemacht, heute TU Dortmund. Das nennt sich heute Bio- und Chemieingenieurwesen. Mhm. Wobei man sich da auch nicht abschrecken lassen muss. Wenn man nichts mit Bio machen will, muss man auch nicht so viel machen. Also man kann da entweder in Richtung Bioverfahrenstechnik oder klassische Chemietechnik eigentlich nach wie vor machen. Aber es gibt eben auch verschiedene andere Hochschulen und Universitäten, die reine Verfahrenstechnik anbieten oder Verfahrenstechnik innerhalb eines Maschinenbaustudiengangs. Da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, möchte ich tatsächlich auch so ein bisschen in Richtung Maschinenbau gehen oder möchte ich dann wenigstens dann klassische Verfahrenstechnik machen. Also man merkt, es ist, heute ist die Landschaft, auch die Hochschullandschaft, sehr viel breiter geworden. Es gibt sehr viel mehr verschiedene Angebote an Studiengängen und da kann man und muss man sich wahrscheinlich ein bisschen mit auseinandersetzen, ja, um zu gucken, was gefällt mir. Manchmal ist man natürlich auch so ein bisschen verhaftet, wo wohne ich, weil man möchte vielleicht eben nicht ans andere Ende Deutschlands ziehen oder so. Das heißt, ich muss dann gucken, was bieten eigentlich die Hochschulen bei mir in der Nähe an. Aber ja, das wäre eigentlich mein erster Tipp, also Kunststofftechnik, wenn ich tatsächlich in der Richtung auch weiter unterwegs sein will, oder Verfahrenstechnik, wenn ich mich ein bisschen breiter aufstellen möchte. Ja. So, dann die letzte Frage. Was würden Sie den angehenden Industriemeistern und Meisterinnen mit auf den Weg geben? Also wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass hoffentlich diese Aus- und Weiterbildung an der Stelle hilft, dass man auch Ängste abbaut gegen in Berührung mit verschiedenen akademischen Themen. Und man ist am Ende tatsächlich in der Lage und man sollte keine Angst haben, mit Akademikern den Austausch zu suchen. Man ist gewappnet, man kann sich mit denen fachlich auf einem vernünftigen Niveau unterhalten. Und wenn das vernünftige Akademiker sind, dann suchen die auch den Austausch. Also das ist meine Aufforderung, also da keine Hemmungen haben, auch den Austausch mit Akademikern suchen. Und auf der anderen Seite, so wie man hofft, dass die dann auch sich darauf einlassen, denen eine Chance zu geben, weil die natürlich häufig, denen fehlt dafür die Praxiserfahrung. Und wenn die schlau sind, dann profitieren die von ihren Praxiserfahrungen, die sie mitbringen, und denen dann dagegenüber wieder gnädig zu sein, wo dann zum Teil vielleicht das Verständnis oder die Erfahrung fehlt, weil dann kann das eine bereichernde Zusammenarbeit sein. Also ich habe das so erlebt, als ich als junger promovierter Mensch in die Industrie gegangen bin. Ich bin offen und wissbegierig auf Meister zugegangen. Die haben das gemerkt, dass ich sozusagen die als gleichwertige Partner gesehen habe und von daher waren die wiederum auch gewillt, mir sozusagen die praktischen Kniffe zu zeigen und zu zeigen, wo es dann auch hier praktisch mal hier und da hakt. Und dann konnte ich dann wieder mit meinem theoretischen Wissen helfen, Anregungen geben, wie man dem Ganzen vielleicht gegensteuern kann. Also da einfach offen, frei, auch auf Akademiker zugehen und da den Austausch suchen. Super interessanter Punkt. Finde ich klasse. Vielen, vielen Dank dann für Ihre Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Ja, Dankeschön.